einen wunderschönen Jutemorgen. Nein, erstmal einen geilen Start in den neuen Tag. Wir haben jetzt genau noch so viele Days out. Und ihr habt gerade gesehen, was die Form sagt nach dem High Carb Day gestern. Mal gucken, wie schnell die Carbs heute durchbrennen. Mal gucken, was heute geht. Mal gucken, was jetzt ansteht. Und ich muss sagen, hier sind die Sachen. Wieder viel Stuff dabei für euch heute. Denn heute geht einiges. Wir haben einiges vor, Paul und ich. Und ja, guten Muten, geilen Insta-Stuff für euch zu produzieren. Würde ich sagen, auf geht's. Let's get shredded. Friends, it's Friday, bitches! Mir geht's ganz gut. A few moments later. So, meine Freunde, wir sind angekommen im Gym. Ich stehe erstmal mein Cardio-Modul an 35 Minuten, wie immer. Und dann kommt der Audi mit der Paul. Das ist ein wirklich geiles Training. Mal gucken, ob die Carbs von gestern heute angekommen sind. Was der Shake so sagt, habt ihr ja schon gesehen. Aber was er heute Mittag sagt, schauen wir uns auch an. Mir geht's ganz gut. Was gibt's hier für Zaubermittel? So, meine Freunde, Paul ist natürlich mal wieder am Start. Grüß euch. Grüß dich. Moinsen. Jetzt heißt erstmal unser Video-Rot reinballern. Und zwar, es gibt den Epic Camp. Dann wissen wir, online kommt. Ich glaube, der letzte Tag, wo es mir das Video-Rot zuschlagen, Leute. Zuschlagen. 23 Euro. 92. Und ihr guckt das C, Epic Camp, was ich jetzt gleich preislich. Als Info gibt's heute. Ja, TSD. Das ist auch für 23 Euro. 92. Hier gibt es auch noch der Tag zu starten. Dann würde ich sagen, zum Abgedeckt. Und ein bisschen die Schultern hier. Frigieren, oder? Let's go. Was geht da ab? Wo? Am Rückenstrecker. Da sind so Tumore drauf. Meinst du, kannst du mal hier einblenden? Ne? Das heißt, ich glaube, das war die extra Kraft, oder? Heute nochmal reinladen? Doppelt hält besser, oder? Doppelt hält besser. Die zweite Rolle sind das besser für dich. Meine Freunde, next day in the box. Für mich geht es jetzt Richtung Heimat. Davor geht es ja wahrscheinlich noch ins Solimoli. Ich gönne mir jetzt hier gerade noch meinen ganz normalen Shakey Makey. Und dann will ich nicht mehr, weil ich bin fix und alle. Und mal gucken, was es zu Hause zu futtern gibt.
hours later. Fans, ihr wisst, ihr kennt's, wo wir hier sind. Kurze Abstecher gemacht im Soli. Und jetzt geht's langsam weg. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Was geht ab, Freunde? Wir sind zu Hause, wir sind wieder fresh. Wir haben alles hier gemacht, sprich Wäsche gewaschen, ganzen Scheiß aufgeräumt, so gesagt. Tasche richtig von morgen, damit man morgen wieder richtig Vollgas geben kann. Denn das sind dann doch nur 20 oder 19 Tage. Aber wir haben da wieder ein Rüschen, heißt es gibt Carbs. Wie sich sagt schon wieder Ciao Kakao, aber Fett, flach und dünn, wir sehen uns gleich oben bei einer Halbzeit Nummer 1. Was da gibt, was da zu inhaliert, schnappeliert, attackiert wird. Friends, angekommen oben in der Küche gibt's mein erstes Meal. Das mache ich jetzt einfach so, weil ich Bock drauf hab. Wir sieben ein, klar. Und warte bis hier in der Mikro. Leute, ja, ich habe einen Reiskocher zum 100. Mal, aber ich mache trotzdem lieber in der Mikro, weil da geht's irgendwie viel schneller. Die erste Putz, 250 Gramm Portion Reis. Und ja, wir werden gesnackt, aber das war noch meine Eier, weil ich da einfach immer habe. Freunde, angekommen mit obligatorischen Essensplatz. 21.35 Uhr haben wir. Jetzt gibt es hier mein Shredded Cake. Steht aus dem Maika. Und das Ganze würzig wieder und auch zu meinem. Freunde, endlich ist sie fertig. Eine fette Portion Reis. Gibt es jetzt wieder mit Gewürzen. Für die Stillzeit, falls ihr noch juckt. Ich würde sagen, let's go! So, Freunde, jetzt gibt es hier die nächste Portion. 250 Gramm Reis. 22.23 Uhr. Das wird wieder gesnackt mit meinen Gewürzen. Ich würde sagen, let's go! Welcome, Brand, zu der nächsten Meal. Ich habe gerade hier schon mal eine Beeren gesehen. Und jetzt gibt es die nächste Mahlzeit. Und diese Fritter mit Gewürzen. Und das ist mein Körper. Warum? Weil ich brauche die Mikro. Das ist mein Nächste. 250 Gramm Portion Reis und wenn dann später das Snack. Also, das war schon kein Kaffee. Freunde, wir haben jetzt kurz vor 0 Uhr. Jetzt schauen wir hier. 250 Gramm Reis. Mit Gewürzen. Wiederschauen! Und rein ja. In die Wüste, vom Kopf bis in die Füße. Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder Gegner von den Turtles, es ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, ein sprühtes, ey, das Training immer fürstlich. Und diese motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist. Way und Smack sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner, guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen, mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das WDU-7, einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unterm Mikroskop. Rigoros, du bist nur ein halbes Cent wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kinoboden. Chris ernährt sich cleaner, yo. Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel, doch gönn dir Subs vom Peak. Code Chris 10. Seine Adern sind so fett, als würd's einen harten Dick sehen. Der deutsche Bumpset und das nicht mal ein Funfact. Code Chris bei Smilo Dogs für maximalen Rabattcheck. Er hebt Gewichte schwerer als ein Stahlträger hoch und baut mehr Arme auf als eine Bahnhofsmission. Und anstatt mit Wodka-Pullen zu klubben, werden Arme definiert, so wie Obdachlose im Duden. Und du fragst dich, woher dieser kranke Rücken kommt. Nun ja, er ist in meinem Gym, so wie ein Y. Hast du's immer noch nicht mitbekommen? Chris, der Don, hat hier in Deutschland einfach die krasseste Bühnenform. Yeah, 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 Chris, Baum, Mann, Bam, Stat,